tatsächlich essentiell ist, um einmal zu verstehen, wie mein Arbeitsansatz ist, ist diese Band. Das ist Pavement, die wurde 1989 in den USA gegründet, unter anderem eben auch von Steven Malkmus. Und wenn man das verstehen will, was ich mache, dann ist es eigentlich, als ob man verstehen müsste, wie Steven Malkmus Musik macht. Also ich, ein Steven Malkmus der Collage. Das heißt, es ist eine ganz bestimmte Ästhetik, es ist ein Verstehen der 90er Jahre, der Zeit, in der ich eben auch aufgewachsen bin. Und es geht weg von Schönheit, es geht weg von klaren Konturen, es ist bereit, Fehler zu machen. Ich bin bereit, Fehler zu machen und ich bin bereit, Fehlern auch die große Bühne zu geben. Dieser Weg, den ich als Künstler eingeschlagen habe, ist immer leicht daneben. Um das mal mit Peter Sempel zu sagen, vorwärts mit Umwegen. Als Collagenkünstler bin ich ein Steven Malkmus der Schere. Ich zeige mal ganz kurz meine Lieblingsschere. Das ist meine Lieblingsschere. Und mein Ziel ist es, den Menschen zu vermischen mit Tieren, den Menschen zu vermischen mit Realitäten, den Menschen aus seiner Festigkeit herauszulösen, quasi wie die Auster aufzuknacken und dann die Masse, die da drin ist, zu gucken, was kann man eigentlich damit machen, was für Möglichkeiten gibt es und wieso beschränken wir uns eigentlich auf diese Langeweile, auf diese festen Konstrukte? Ich finde, der Mensch hat viel mehr Tigerklauen verdient, der hat viel mehr Adlerschnäbel verdient und seine Beine sollten auf jeden Fall mehr als zwei sein. Die beliebte Popmusikgruppe Der Bürgermeister der Nacht findet sich natürlich auch in jeder einzelnen Collage als universelle Message. Es ist alles miteinander verwoben und es ist eine universelle Botschaft, die wir an euch richten und sie lautet Verwirrung. Sie lautet Verwandlung. Sie lautet Transformation.